Na, ist das sauer. Gibt's dich Besuch? Hey Jordi, where are you going? Rockstar. I'm going to the airport. Oh my lord, what is your plan? We go to the airport and then we go to the plane and fly to Norway. Warum können wir nicht eigentlich wie andere Leute auf Fuerteventura Urlaub machen? Warum tun wir uns das hier alles an? Weil wir Männer sind. Ah, ich will nicht mehr Mann sein. Kann ich Frau werden? Geht das? Nee. Scheiße. Oh, holy. Mein Arm, der bricht gleich ab und ich hoffe, der ist gleich oben, der Fisch. Oh, weia, Jordi, was ist passiert? Wir sind vor 10 Minuten rausgefahren mit dem Boot und nach mindestens 3 Minuten habe ich diese Monsterplatte hier gefangen. Wow, was denkst du denn, wie viel Kilo hat der? 30. Wow, heiligen Scheiß. Herzlichen Glückwunsch, gute Danke. Arbeit. Wow, Petri Heil. Also, so sieht das aus, wenn man Rotbarsche aus 270 Metern hochkurbelt und mehr als einer dann da dran hängt. Weißt du, was das ist? Weißt du, was das ist? Der Kackerwagen. Ja, die Frisur sitzt. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Kinderpolizei. Haben Sie illegalerweise einen Heilwut gefangen? Ja. Aha, dann muss ich Sie jetzt verhaften. Kottfisch! 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 Oh, ist das schwer! Und ist das weit! Oh, ich will nach Hause! Guten Tag, die Tagesschau hier. Wir haben gehört, Sie sind verliebt. Nein, nein, nein! Kann man das rausschneiden? Ja. Hier gibt es Gerüchte, ein verliebter Junge isst Eiscreme. Mhm. Der Verdächtige bestreitet alle Verbindungen zum Verliebtsein hier. Kann man es rausschneiden? Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie ist die Lage? Bin jetzt gerade aufgewacht, hab geduscht und ja. Was ist der Plan für heute? Wir bleiben hier im Haus, weil es einen Sturm gibt. Aha. Ja, und viel Wind. Okay. Können wir nicht rausfahren. Ich bin hier jetzt gerade in meinem Zimmer und es regnet draußen ein bisschen. Und deswegen fahren wir auch nicht raus, weil es heute einen großen Sturm geben wird. Aber ich habe mir überlegt, heute mal an die Fischfabrik oder an andere verschiedene Stellen auf Wenzel zu gehen und da mal mein Glück auf Heilbutt versuchen werde. Und dazu verwende ich diesen Gummifisch hier. Ist aus dem Angelladen in Bielefeld, also aus Deutschland. Und ja, der ist schön klein und damit kann ich ja mal versuchen, Heilwut zu fangen. Es ist
sehr ungemütlich da draußen und wir haben leider nichts gefangen, außer einen Dorsch, den haben wir aber wieder reingesetzt. Was passierte hier jetzt gerade? Was ist vorgefallen? Ich habe eine Fressecke gekriegt. Okay, wie kriegt man Fressecken denn überhaupt? Ja, wenn man vergisst, sich den Mund abzuputzen beim Käsekuchen essen. Und ja. Kommt der Wind eher ja, auch von Norden, ein bisschen schräger. Ja. Und dann ist es 4 Meter pro Sekunde. Ah, oh mein Gott! They're in front of me. There! Oh man! Christina! Yeah! Hi! That's a show, huh? That's a show! Vorfach mit 6 Ködern und jetzt ist wahrscheinlich auch noch irgendwie ein Seelachs oder ein Lumpfisch mit eingestiegen beim Hochholen. Was denkst du, sind es große? Inzwischen weiß ich überhaupt nicht mehr, was da dran ist. Es kann auch ein altes Auto dranhängen, ein Elefant, ein Kamel, irgendwas Schweres und ich habe noch mindestens 100 Meter vor mir. Also sitzt die Frisur? Ja. Es ist bewölkt heute den ganzen Tag leider. Es ist nebelig. Warte, die Speckschnecke. Warte, jetzt! Warte, Kamera läuft. Ja, wir haben jetzt ganz viele Rotbarsche geangelt. Hier kann man auch einen sehen und hier haben wir die ganz viele Rotbarsche. Mehr wollen wir jetzt aber nicht, weil wir ja begrenzt Fisch mitnehmen. Jetzt habe ich jetzt selber meinen Finger da drauf gemacht. Das war jetzt mein Fehler, Scheiße. Ist das schwer? Halt mal. Oh, 1 Million Mackerels. Was machen wir denn mit den ganzen Mackerels? Essen. Echte Männer angeln hier essen. Ach so. Direct into the aquarium. Ich entdecke hier gerade eine Makrelenleine und weil da haben 6 Makrelen angebissen und ja, jetzt muss ich die leider enttöttern und hier, ja, das ist anstrengend. Jeder, der jetzt hier ein Rotbarschfilet von mir bekommt, möchte bitte daran denken, unter welchen Anstrengungen das hier in die Kiste gekommen ist. Also wir sind hier im Space Shuttle Center und wir spielen hier so ein Spiel, da kann man so kleine Roboter programmieren und ja, ich habe gerade anprogrammiert und habe das geantwortet. Und dann noch vom blauen Feld aufs blaue Feld. Was ist jetzt passiert? Ich habe vergessen, nochmal auf los zu drücken. Wo
Christina is rearranging the photography. No, I perfected it now. I'm a good driver. I think I missed one step. Accident on Mars. Mars has just been rearranged. Pölser Polizei. Dieser Pölser sieht gestohlen aus. Wir waren hier jetzt gerade beim Rema 1000 und da haben wir sehr viele Lebensmittel gekauft, weil wir in Bengtsson ja keinen Supermarkt haben. Meine Empfehlung, heute rauszufahren, wäre, weil der Wind jetzt so von hier kommt, eher hier zu angeln, im östlichen Bereich. Das waren die Wettervorsagen von Jordi. Es gibt Muckis in den Armen, sage ich euch. Aber wir werden auf keinen Fall werden wir eine elektrische Rolle kaufen. Das hier ist unser Open Air Fitnessstudio für Oberarmmuskulaturaufbau. Abwechselnd rechts und links kann man dann auch mal den anderen Arm trainieren und dann mal 100 Meter rechts, 100 Meter links. Ne? Ja. Ja, Norwegen, 8 Grad, die Frisur sitzt. Ich gebe jetzt gerade unsere leeren Flaschen, diese Wasserflaschen zurück, die wir alle getrunken haben. Und dann kriege ich da sehr viele Kronen raus. Fisch an der Leine oder mehrere Fische. Keine Ahnung, was es ist. Bin hier jetzt mindestens auf 400 Meter Tiefe und weiß nicht, was mich hier erwartet. Und kurbel hier jetzt bestimmt eine Stunde lang rum. Was hast du denn jetzt hier in der Hand, Jordi? Ich habe hier den größten Lump, den es auf der Welt gibt, in der Hand. Und kannst du uns den mal hochheben? Oh, ist das schwer. Und ja. Sitzt die Frisur? Hey Leute, wir sind hier gerade in Bengtsson in unserem Haus und ja, wir machen heute Fischfrikadellen. Wir haben gestern ja diesen riesen Lumpfisch gesehen. Nein. Wir haben ihn auch gefangen. Los, weiter. Fisch lebt noch. Jetzt aber mal ernst, sitzt eigentlich die Frisur? Okay, wolltest du mal mit den Händen lösen? Hier an der Stelle wollten wir ganz gezielt auf Rotbarsch angeln. Dabei ist uns auf 220 Meter Tiefe ein riesiger... Ja, die Frisur sitzt. Jeder, der von mir ein Rotbarschfilet kriegt, da erwarte ich, dass der mir mindestens ein Bier ausgibt. Ey. Oder speziell für Bernd auch ein Kölsch. Du schuldest mir übrigens noch 12 Kölsch. Ne? Und mit diesem Rotbarsch sind es dann 13 Kölsch. Fuck. Oh, jetzt macht er sich wieder schwer, der Bruder. Ey. Und wir dachten, daraus kann man sehr schöne Fischfrikadellen machen. Christina, look in the bucket.
Oh oh. What have you got? Dinner left in the bucket. Have you got dinner? Ah! I got the one. Dinner! Hello, dinner! Oh. Sag mal, was ist der fängigste Dorschköder der Welt? Welche Firma stellt den her? Tekalurs. Sag nochmal, was hast du gefangen hier? Ein Dorsch auf 30 Meter, der richtig komisch gehackt hat. Und womit hast du den gefangen? Was war der Köder deiner Wahl heute? Tekalurs. Tekalurs fängt Dorsche. Hier die Ausführung in radioaktiv mit rotem Schwanz. Und dann habe ich die Kamera jetzt angemacht. Was du jetzt dazu sagen willst, weiß ich jetzt nicht. Was ist deine Meinung zum vegetarischen Essen? Möchtest du einen dieser leckeren Vegetarier-Burger? Soll ich dir da jetzt mal einen bestellen? Weiß ich nicht. Wir haben heute Lachs in der Lachsschlachterei gekauft, 2 Boxen voll. Und ja, die müssen leider bearbeitet werden. Und ja, jeder von uns macht was. Und ich schub die Fische. Aha, zeig mal, wie du das machst. Ja, und was machst du dann mit dem Fisch, du? Den filetieren wir dann. Aha. Und dann packen wir ihn ein. Aha. Und dann essen wir ihn und nehmen mit nach Singapur und Deutschland. Wow, cool. Blueberries? It's from the forest. I picking with my hand. It's round. What is the flavor of this computer? A Chinese man. Hey Jolly Troll, was ist hier, was steht an heute? Ich übe jetzt gerade den doppelt geslippten Kreuzknoten. Was ist denn das für ein Knoten? Wofür braucht man den denn zum Angeln? Für die Schuhe zu machen. Ach was! Ja, dann zeig ich uns den mal. Also erstmal hier kreuzen, hier das Ende durch und ziehen, stramm. Dann macht man hier eine kleine Schlaufe. Und lasst den Finger hier ein bisschen überstehen, den Zeigefinger. Und dann nimmt man das hier wichtig ganz unten, nimmt man das Ende hier ganz stramm ziehen und zieht das hier unter dem Finger durch und dann hier mit dem Daumen gegen den Finger drücken und den Finger rausdrücken und dann dieses Ende nehmen und oha, voilà. Wie heißt der Knoten? Der doppelgeslippte Kreuzknoten. Wow. Und wo bist du? Kampfjet. Du bist in einem Kampfjet, also. In Siami? In Siami. It's Siami and it's blue. And it's only blue. And it's Siami. So sehen die von innen aus. Sehr lecker. Mm. Norwegen, 5 Grad. Die Frisur sitzt. 40 Meter vor mir. Und ich rechne damit, dass vielleicht 2 Rotbarsche und 1 Lumpfisch ist. Oder 3 Rotbarsche oder 4 Rotbarsche könnte es auch sein. Wir wollen es mal sehen, was uns hier jetzt erwartet. Es könnte auch ein altes Auto sein, VW Käfer oder was irgendeiner hier versenkt hat. Es ist halt schwer, ne? Aber es ist vom Wippen her fühlt sich das jetzt verdammt scheiße an, und zwar wie ein Lumpfisch.
Wenn das ein Lumpfisch ist, dann springe ich ins Wasser hier. Wenn das ein Lumpfisch ist, dann esse ich einen Besen quer. Ich habe ins Leid. Ich bin diese Lumpfische sowas von leid. Jetzt kommt's. Pass auf, Jordi. Sie kommen. Sie kommen flach. Sie kommen da hinten. Da hinten kommt was hoch. Oh! Ah, das rote Gold. Und nein! Und ein Lumpfisch. Ach nee. Und die sind aber auch noch klein. Guck dir das mal an. Das sind ja Mini-Bärchen. Oh, Kinder, Kinder. Was mache ich hier? Guck dir das an. Kinderstuben-Rotwasch. Wer will denn sowas? Und dann sitzt da der Blödlump da hinten. Und ich mache mir diese ganze Arbeit hier. Nee, nee. Guten Tag. Wasserschutzpolizei? Darf ich mal Ihren Bootsführerschein sehen? Nee. Look, the salmon farm. It's so beautiful. Yeah. It's nice. Wow. Okay, now Operation Fischabfall. Jetzt? Wir sind jetzt gerade bei einer Rakete und die startet jetzt auch gleich und da gucken wir zu. Operation put the fish up in the sea on the good flounder spot. I know it's a good flounder spot or okay. Hollywood, Quete or Heilboot. And yes, we put inside. Mein Fischabfall. And the night it's better you bring the Fischabfall out, because the seagull it's not here on the night. Ah yeah. And then the seagull don't eat your Fischabfall and the fish can go on the ground. And yes, then the fish can eat it. Yeah. So where are the seagulls now? The seagulls are sleeping. Oh, they go home at night. Yes. Oh, that's What is that? This here is a salmon. Yes, it was a salmon. What's a salmon?